Frau Wulff, was genau präsentieren Sie den Besuchern hier auf der FMB 2013? Wir präsentieren hier die Dienstleistung der Energieagentur und der Effizienzagentur NRW. Wir sind beauftragt vom Umweltministerium des Landes NRW, also das heißt der Minister Remmel, hier produzierenden Unternehmen in NRW, die zu unterstützen, energieeffizienter zu handeln. Frau Paskank, Sie bieten produzierenden Firmen eine Beratung an. Wie genau sieht diese Beratung aus? Die Effizienzagentur NRW geht zu den Unternehmen vor Ort und kann in einem Initialgespräch im Betrieb schon erste Potenziale erfassen. Wir bieten dann eben in Kombination mit einem externen Berater, der neutral und unabhängig berät, eben diese Beratungsleistung an. Diese können wir unterstützen mit Fördermitteln aus Landes- oder Bundes- oder sogar EU-Mitteln. Wir anschließend eben, wenn eben die Beratung durchgeführt wurde, können wir auch die Umsetzung noch insofern begleiten, dass wir eben diese Einsparpotenziale, die oft mit Investitionen eben verbunden sind, durch eine besondere Finanzierungsberatung dann auch nochmal unterstützen. Auch da können wir nochmal auf bestimmte Förderprogramme eben auch wieder aus Land, Bund oder EU-Mitteln zurückgreifen. Herr Krüger, wie arbeiten Sie auf mehr Energieeffizienz hin? Als Klimanetzwerker der Energieagentur Nordrhein-Westfalen soll bei uns genau dieser Wissenstransfer stattfinden, dass wir genau ein Netzwerk weiterbilden, das Ganze jetzt auch regional machen und den Know-how-Transfer quasi zusammenbringen. Leute, die sich in diesen Bereichen Energie auskennen, genauso wie die Bedarfe, die da sind, zusammenzubringen. Also ein Netzwerk weiter zu fassen, ein Netzwerk weiter auszubauen und gleichzeitig auch noch die Bedarfe abzudecken und dieses Know-how dann weiterzutragen. Das sind eins der Bereiche, die halt jetzt gerade hier vonstatten gehen sollen.